2020, das Corona-Jahr. Nein, warte, ich hab schon mal ein Video angefangen. 2020, das gefühlt schlechteste Jahr für Videospiele. Na mal ganz im Ernst, wie viele Spiele kamen dieses Jahr raus? Also ich kann mich da nur an eine Handvoll von Spielen erinnern. Aber es zählt ja nicht die Anzahl an Spielen, sondern die Qualität. Und deshalb heiße ich euch willkommen zu meiner Top 5 besten Nintendo Switch Spiele 2020 Liste Gedöns. Hey, das ist ja wie früher. Ich werde auf diese Liste nur Spiele tun, die auf die Nintendo Switch in irgendeiner Art und Weise released worden sind. Denn würde ich jetzt noch zum Beispiel Steam-Spiele mit in die Liste packen, würde es nur unnötig kompliziert werden. Und ich werde euch jetzt schon sagen, dass erstens die Spiele auf der Liste meine persönliche Meinung sind und ihr eure eigene Liste gerne in den Kommentaren lassen könnt. Und zweitens, die Liste wird zum Teil sehr seltsam von den Spielen, ja. Ach ja, und hey, heute sind die Game Awards. Ist ja fast so, als ob das Video hier extra für heute geplant war. Lass mich also wissen, was alles so bei den Game Awards so dran kam. Ich meine, vielleicht wird ja als Smash Character revealed, Zwinker. Genug um den heißen Brei herumgeredet, fangen wir an mit der Liste. Ich habe euch gesagt, die Liste ist seltsam. Den Anfang schafft Minecraft Dungeons auf Platz 5. Da ich persönlich sowohl ein großer Fan von Diablo und von Dungeon Crawler allgemein, sowohl wie von Minecraft bin, war Minecraft Dungeons für mich mehr als willkommen. Das Spiel sticht nicht nur mit der Grafik und den Maps heraus, sondern auch mit dem Itemsystem. In Minecraft Dungeons kann man nämlich viele verschiedene Minecraft-Items benutzen, welches ich sehr cool finde. Viele der Items, Gegner und Ebenen sind komplett neu, was mal wieder zeigt, wie viel Liebe hier in dem Spiel steckt. Was aber negativ auffällt bei dem Spiel, weshalb es nur Platz 5 ist, ist der Fakt, dass das Spiel ziemlich kurz ist und der einzige Replay-Value nur daraus besteht, bereits erkundete Dungeons auf schwierigeren Stufen abzuschließen. Es gibt zwar auch DLCs, allerdings bieten die auch nicht allzu viel mehr, sind aber keine schlechten DLCs. Falls ihr Fan von entweder Minecraft, Diablo oder anderen Dungeon-Kundern seid, dann solltet ihr Minecraft Dungeons eine Chance geben. Weiter mit Platz 4 erscheint Animal Crossing New Horizons. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein großer Fan von dem Spiel. Ich habe zwar früher sehr viel Animal Crossing Wild World und New Leaf gespielt, war aber anfangs enttäuscht von New Horizons, da nicht nur viele der alten Features weg waren, sondern auch, weil man gefühlt jeden kleinen Scheiß sich erstmal durch Real Lifetime freispielen musste. Ohne Witz, dadurch, dass man für wirklich alles mehrere Echttage warten musste, um Fortschritt zu erzielen, hatte ich nicht so viel Spaß am Spiel, wie ich eigentlich haben sollte, und es machte mir das Spiel wirklich auch am meisten kaputt. Trotz dessen ist Animal Crossing New Horizons sehr spaßig, sobald man Zugriff auf die meisten Sachen hat, wie zum Beispiel die Klamottenladen und gute Werkzeuge, genügend Material und so weiter. Ich empfehle, trotz des schlechten Nintendo Onlines, das Spiel mit euren Freunden, sofern ihr welche habt, zu spielen. Wenn ihr viel Lebenszeit zu verschwenden habt, dann ist Animal Crossing genau das Richtige für euch. Platz 3 belegt Pikmin 3 Deluxe. Pikmin 3 Deluxe, für die, die es nicht kennen, ist so gesehen das Survival-Genre von Nintendo. Man hat Pikmin, welche einem helfen, an Dinge wie Früchte und Gegenstände zu kommen, und man kann auch mit ihnen andere Dinge tun, wie Gegner angreifen oder Puzzle lösen. Es gibt genug verschiedene Arten von Pikmin, damit das Spiel nicht so schnell langweilig wird. Außerdem beinhaltet die Deluxe-Version einen neuen Modus, welchen ich aber noch nicht spoilern werde. Ich hoffe, ich lasse das Spiel nicht lame aussehen, da es echt underrated ist, wie ich finde. Das Spiel ist auch gut, um einfach zu relaxen. Naja, also wenn du halt schon mal durchgespielt hast und weißt, was auf dich zukommt und was zu machen ist. Und falls jetzt jemand meckern kommt mit: Aber Mike, das ist ein Wii U-Port, das ist kein neues Spiel, was hat das auf der Liste zu tun? Das ist meine Liste, und wenn ich sage, Pikmin 3 Deluxe ist ein 2020 Spiel, dann ist das auch so. Ich wette, dieses Spiel haben viel von euch erwartet. Super Mario 3D All-Stars ist eine Sammlung von drei alten Spielen, welche... Wow, Moment mal. Alte Spiele? Du tust eine Collection von alten Spielen auf eine Top-Spiele des Jahresliste und dann auch noch so hoch? Es ist wie gesagt immer noch meine Liste. Also halt dich raus.
Wie ich bereits sagte, ist Mario 3D All-Stars eine Collection von drei klassischen Spielen, welche mit der Kollektion nochmal schön verfeinert wurden. Ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, dass alle Spiele auf der Liste einfach bombastisch sind. Und wenn ihr genug Geld habt bis zum 1. April, dann holt es euch. Denn glaubt mir, ihr werdet was verpassen, wenn nicht. Platz 1. Schauen wir uns nach dem Sponsor an. Raid Shadow Like Button. Der Like Button ist ein sehr cooles Feature, welches mir hilft, dieses Video anderen Leuten zu empfehlen. Also lasst doch mal alle ein Abo da. Okay, Spaß beiseite. Bevor wir auf meinem Number One Spot schauen, kommen erstmal ein paar Honorable Mentions. Hyrule Warriors 2, aka Zeit der Verheerung. Paper Mario, The Origami King. AVGN Adventures 1 und 2 Deluxe. SpongeBob Battle for Bikini Bottom. 51 Worldwide Games. Platz Nummer 1 belegt Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Oh wow, schon wieder ein Pokémon-Spiel auf Platz 1. Okay, jetzt reicht es aber! Dieses Spiel ist, um es einfach auszudrücken, genial. Es ist ein Remake vom Game Boy Advance-DS-Klassiker Retter Team Rot und Blau. Dieses Remake nimmt diese Spiele und perfektioniert sie. Vielen mag das Spiel vielleicht zu eintönig sein, und das ist auch völlig okay, aber ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Soundtrack einfach godlike ist. Ich liebe ihn so. So sehr. Das Gameplay ist ein 2,5D Dungeon Crawler und man kann von Anfang an viele verschiedene Pokémon und Starter auswählen. Selbst wenn er dir einen Pokémon aussucht, das du nicht haben willst, kannst du selber noch eins aussuchen. Die Story ist super und recht simpel. Du wachst eines Tages als Pokémon auf und musst erfahren, warum du dich in ein Pokémon verwandelt hast. Seems legit. Beim Erwachen triffst du auf deinen Partner, den du dir ausgesucht hast, und ihr beide bildet ein Retterteam, um Pokémon in Not zu helfen, und während die Zeit vergeht, erfährt man immer mehr und mehr von der Story. Ach ja, und die Grafik ist schön. Ich bitte euch alle, falls ihr interessiert seid, dieses Spiel zu kaufen, damit sie auch den zweiten Teil remaken. Und wenn ihr euch es nicht holt, was vollkommen okay ist, könnt ihr euch ja mein Let's Play zu dem Spiel anschauen, Zwinker. Und ja, das LP existiert noch und ich werde irgendwann wieder die Afterstory weitermachen. Trust me. Oh, hey, du bist noch hier? Wow, cool. Dachte, es hätten schon alle bei Platz 1 abgeschaltet. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das nächste Jahr für Videospiele besser wird, könnt ihr euch schon mal auf ein Top 10 Video freuen, statt ein Top 5 Video wie hier. Hat euch das Video und oder die Liste gefallen? Wo würdet ihr zustimmen? Wo habe ich was vergessen? Schreibt's in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Adventskalender-Video wieder. Bis dann und ciao!